Die 13. Station. Theodor Paul Wilhelm Paray, Verleger. Der am 23. März des Jahres 1842 in Berlin geborene Paul Paray entstammte einer alten Berliner Kaufmannsfamilie. Nach dem Abitur absolvierte er in Berlin eine Buchhändlerlehre. Anschließend ging er für einige Zeit nach Genf, um im Ausland Berufspraxis zu erlangen. Da er 1865 zum Militär eingezogen wurde, kehrte er nach Berlin zurück. Bereits im folgenden Jahr musste er als Einjähriger in den Deutsch-Dänischen Krieg ziehen. Nach seiner aktiven Militärzeit trat er dann als Geschäftsführer in die Firma Wiegand und Hempel ein, einem Verlag für theologische und landwirtschaftliche Schriften. Schon nach kurzer Zeit wurde Paray Mitinhaber und der Verlag wurde in Wiegand, Hempel und Paray umbenannt. Als 1870 der Deutsch-Französische Krieg ausbrach, musste er erneut zum Militär. Diesmal wurde er vor Paris verletzt. Dekoriert mit dem Eisernen Kreuz, kehrte er 1871 nach Berlin zurück und arbeitete wieder als Geschäftsführer in seiner Firma. Nachdem seine beiden Partner kurz hintereinander verstorben waren, wurde Paray alleiniger Inhaber des Verlages. Im Jahr 1881 benannte er ihn in den auch heute noch existierenden Paul Paray Verlag um. Schwerpunkt der Verlagsproduktion waren eigentlich landwirtschaftliche Bücher. Schon bald aber wurde das Programm von Paul Paray auf verwandte Themengebiete erweitert. Vor allem Forstwirtschaft, Veterinärmedizin und Gartenbau bildeten zusätzliche Schwerpunkte im Verlag. Außerdem verbesserte er fortwährend die Qualität der Druckerzeugnisse. Vor allem die erstklassigen Abbildungen in den Büchern wurden so zu einem Markenzeichen des Paray Verlages. Die Deutsche Landwirtschaftliche Presse, eine von ihm 1874 gegründete Fachzeitschrift, wurde die wichtigste Periodika auf diesem Gebiet. 1894 gelang ihm mit der Gründung der Wild und Hund eine weitere wichtige Fachzeitschrift zu etablieren. Wild und Hund ist bis heute eine der auflagenstärksten Zeitschriften aus dem Jagdwesen. Bis um die Jahrhundertwende war das Programm des Verlages auf über 1000 Titel angewachsen und Paray fungierte als Herausgeber von 14 Fachzeitschriften für Landwirte und Weidmänner. Paul Paray war auch für ein Jahr Vorsitzender des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Im Jahr 1894 ernannte ihn die Universität Halle zum Ehrendoktor. Er verstarb am 31. März 1900 und wurde hier auf dem Matthäusfriedhof beigesetzt. Bald nach seinem Tod verkauften die Erben den Verlag, der aber bis heute unter dem Namen Paul Paray existiert. Sein zweiteiliges Wandgrab ist aus dunklem Granit. Es hat ein hohes Mittelstück und zwei rechtwinklig nach vorne gezogene Wände. Die Erinnerungstafel ist aus Kupfer, reich verziert und vierfach geteilt. Die eingelassenen Medaillons bilden Paul Paray und seine mit ihm hier begrabene Frau ab.